gefällt dir der neue Park? Hm? Nicht gut, weil kein Fußballplatz ist. Wie ist es, dass der Fußballplatz weg ist? Naja, eigentlich für uns arg. Wir haben gedacht, es gibt keinen mehr. Aber da, wo wir gehört haben, dass der Schulsportplatz geöffnet wird, haben wir uns gedacht, es ist eh okay, wenn es halt hier keinen Fußballplatz mehr gibt. Und wie gefällt dir der neue Park? Ja, es ist eigentlich eh sehr gut. Wie gefällt dir der neue Park? Super. Wie ist der Park jetzt für euch? Für mich ist er viel, viel schöner als vorhin. Wie ist der Wasserpark jetzt geworden, weil es jetzt Winter ist? Der Wasserpark, statt dem Wasserpark könnte viele andere schöne Sachen auch gehören, ja. Zum Beispiel was? Zum Beispiel einen kleinen Fußballplatz oder einen Basketballplatz. Mein Name ist Daniel Zimmermann und ich bin vom Landschaftsarchitekturbüro 3:0. Das ist das Planungsbüro, das hier den Park umgestaltet hat. Und wir haben hier jetzt in den letzten 1,5 Jahren gemeinsam mit dem Wiener Stadtgartenamt und dem Bezirk in Abstimmung mit den Vereinen, die hier im Schöpfwerk tätig sind, eben die neue Gestaltung vorgenommen. Und das Thema des Hügelparks, so wie der Park ja eigentlich genannt wird, jetzt von den Bewohnerinnen und Bewohnern hier, dass das Thema wieder auf, einerseits dieser Rodelhügel, der auch als BMX-Hügel genutzt wird, dass halt den Spielplatz da ein bisschen in den Schatten zu verlegen, dass da drüben mehr der Hügel herauskommt als Spielhügel. Dann haben wir dann den kleinen Hügel, der eigentlich ein Wasserhügel ist, weil das ist Wasserspiel, wenn man da die Pumpe richtig betätigt, ergibt sich so ein Wasserdom, so ein kleiner Wasserfilm. Das hast du schon gesehen wahrscheinlich, ja? Das ist ein Wasserhügel und dahinter ist dann der Kletterhügel. Das heißt, diese drei Hügel für den Hügelpark. Ist der Park jetzt schön geworden? Ja, sehr. Ist es schöner geworden als das andere? Ja, viel schöner. Ist der Klettergerüst nicht gefährlicher als der andere? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Mir gefällt hier alles. Sie haben es hier echt schön gemacht, finde ich. Und dir? Für mich ist alles schön. Sind Sie verantwortlich für diesen Park? Ja, ich bin die Bezirksvorsteherin von Meidling und wir haben das mit Bezirksbudgetmittel haben wir diesen Park geschaffen, ja. Wie lange hat es circa gedauert? Also die reine Bauzeit war ein halbes Jahr. Aber wir haben viele Zeit gebraucht, um vorher diskutieren mit der Bevölkerung, hier mit den anrainenden Mietern. Wir haben da Kleingartenanlage, die sind auch eingebunden worden, die Besitzerinnen und Besitzer, die Kinder und Jugendlichen sind eingebunden worden, die Basena ist eingebunden worden, das Jugendzentrum. Also es sind alle, die da rundum wohnen, sind eingebunden worden und gefragt worden, wie der Park ausschauen soll. In erster Linie soll er kleineren Kindern die Möglichkeit bieten zu spielen. Es soll Wasser da sein, das war auch ein großer Wunsch. Es soll ein großes Klettergerüst da sein. Der Jugendsportplatz bei der Schule vorne, also der eigentlich der Schule gehört, wird nun für die Kinder des Schöpfwerks auch geöffnet nach der Schulzeit.